Konstanz ist der Rhein und klar. Bei Mannheim wird er kaum. Da fließt hinein der Neckar, die alte schwarze Sau. Doch grüß ich dich, mein Vater. So in der Ferne, deutsche Land, frisch auf, frisch auf. Frisch auf, frisch auf, frisch auf, frisch auf. Egon ist ja durch, ja. Pushen mal. Oh. Nicht gut. Nee, was? Ein ordentlicher muss er dabei sein. Ja, da spitzt der alte Gaul die Lauscher. 50er Heiliger Geist, zum Wohl. Muss ich bei einem Mal, ich möchte noch. Ton ist ja drauf. Nicht zu sehen. Keine Ahnung, wenn ein Schwein wäre. Wenn da ein Film rein wird, das ist ja nicht weh. Das sind doch keine fünf Pferde. Hey, Kleider, umwenden, pass auf. Kleider. Alles auf Nun kurz vor der Stadt die Ansage des Kutschers. Letzte Pinkelpause vor der Autobahn. Egon wollte noch schnell ein Foto als Kutscher mit Peitsche. Man schaue sich diese Bilder genau an. Es könnten historische Aufnahmen sein. Über die folgenden Geschehnisse haben wir keine Originalaufnahmen. Dem Filmer fiel vor Schreck die Kamera aus der Hand. Deshalb wurden die dramatischen Momente als Trick nachgestellt. Also nochmals, wir fuhren gemütlich des Weges. Dann der Kutscher. Pinkelpause. Und brrr, der Wagen steht. Brrr, brrr. Einige stiegen ab, vorab der Kutscher. Er verspürte wohl das stärkste Bedürfnis. Währenddessen posierte Egon mit Peitsche für ein Foto auf dem Kutscherstand. Die Gäule verstanden das Wedeln mit der Peitsche als Signal zum Losgaloppieren. Eine wilde Fahrt begann. Egon wurde es mulmig. Er dachte an seine liebe Frau. Und beherzt sprang er ab. Damit war das dahin rasende Vehikel führerlos. Es wurde immer schneller. Noch zwei von uns waren auf dem Wagen. Hans schrie um Hilfe. Von hinten fasste Eugen vor an die Zügel und zog beherzt daran, mit einem verständlichen Rrrr die Tiere parierten sofort und der Wagen kam unversehrt zum Stehen. Gemütlich fährt unser Planwagen weiter durch das urige, bäuerliche Umland von Amelinghausen.